Reden wir doch mal über dieses ominöse Geheimtreffen der AfD mit Rechtsradikalen. Vorab die Frage, war der da, also der Abschiebekanzler, etwa auch dabei? Deshalb wollen und werden wir die Zahl der Flüchtlinge spürbar reduzieren, weil das im Übrigen im Interesse aller ist. Ui, das hat Mutti Merkel jetzt nicht gesagt, oder? Und Ricarda redet sogar von ethnischer Säuberung, schaut mal. Meint sie etwa den Gazastreifen? Also das, was Israel dort gerade macht? Frau Lang? Was ich damit sagen will, lassen wir jetzt mal die AfD außen vor. In Deutschland ist alles ausgeufert. Unter anderem auch die Migrationspolitik. Und wer ist denn für diese Flüchtlingswelle mitverantwortlich? Wer hat sie denn überhaupt ins Leben gerufen? Ich sage nur 2015, Willkommenskultur. Man hat alle reingelassen, ohne sie zu kontrollieren. Schon damals war die Kritik groß, aber die wurde im Keim erstickt und schon damals hat man sie Nazis genannt, also diejenigen, die ein bisschen kritischer waren und eben nicht Teddybären geworfen haben. Und wer von euch erinnert sich noch an das Buch von Sarrazin, Deutschland schafft sich ab? Man könnte sich diese Zustände, die er damals beschrieben hat im Buch, eigentlich nur wünschen, denn es ist noch tausendmal schlimmer gekommen. Aber er wurde deswegen richtig diffamiert und fertig gemacht. Erinnert ihr euch? Deutschland ist mitverantwortlich für diese Flüchtlingswelle auf der ganzen Welt. Das ist ja nicht nur in Deutschland so. Das ist auch in Amerika so und eben überall in diesen selbsternannten demokratischen Staaten. Überall das Gleiche. Die haben alle die gleichen Probleme mit zu viel Migranten. Und warum? Weil wir eben mit den NGOs, die das wünschen, also diesen Bevölkerungsaustausch, ins Bett steigen. Und das muss man mittlerweile klipp und klar so sehen. Wir beteiligen uns an Kriegen, wir liefern Waffen, wir zerstören Länder und sind eben hauptverantwortlich für diese Flüchtlingswelle. Und jetzt regen sich alle auf, dass sie da sind. Aber wir sind eben mit Schuld. Das muss uns allen einfach mal klar sein und deswegen lautet mein Leitsatz auch schon seit langem, selbst Flüchtlinge haten diese Flüchtlingspolitik. Es ist menschenunwürdig für alle Beteiligten. Und ich schere nicht alle über einen Kamm und ich finde es sowas von idiotisch, wenn jetzt Menschen hingehen, oh mein Gott, alle Ausländer werden ausgewiesen. Was für ein Bullshit, nein, werdet ihr nicht. Aber diejenigen, die eben ausreisepflichtig sind, diejenigen, die kriminell sind, die sich hier nicht benehmen können und diejenigen, die eben gar nicht hier sein dürften, die müssen gehen. Und AfD hin oder her, aber ich bin da definitiv einer Meinung mit dieser Partei. Ich will das genauso. Und die Lage in Deutschland ist so spätestens seit 2015 folgende. Wir ballern Milliarden raus für diese Flüchtlingspolitik, kriegen es aber hinten und vorne nicht gebacken. Wir haben nicht genug Wohnungen, die Ärzte, die sind richtig lost, also versucht mal einen Arzttermin zu bekommen. Die Behörden, die kommen nicht hinterher. Das Gesundheitssystem ist am Arsch. Viele Frauen in Deutschland trauen sich abends nicht mehr raus und dabei ist es auch egal, welche Nationalität sie haben. Das sind Fakten, Leute. Es geht hier nicht nur um Deutsch oder Ausländer. Nein, es geht darum, dass dieses Land sich verändert hat und definitiv zum Nachteil. Worauf will ich jetzt hinaus? Man könnte nur einen Bruchteil von dem Geld nehmen, was diese Flüchtlingspolitik eben gekostet hat und könnte es den Ländern geben, wo eben diese Flüchtlinge herkommen, um eben dort wieder aufzubauen, dass die Menschen eben dort arbeiten können, dort leben können und die Welt wäre definitiv eine bessere. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Menschen von alleine zurückgehen würden, wenn ihr Land eben nicht zerstört worden wäre oder eben dort normale Verhältnisse wären und dass man dort wieder normal leben könnte. Stimmt's oder habe ich recht? Einfach mal drüber nachdenken. Und noch einmal, ich sehe in der AfD auch nicht die Rettung, aber lieber habe ich eine AfD und der Grundtenor ändert sich einfach, dass man mal wieder deutsche Interessen in den Vordergrund stellt und wieder Normalität für dieses Land will, anstatt weiterhin mit dieser Ideologie dieses Land an die Wand zu fahren. Und eins muss uns definitiv allen klar sein. Das, was jetzt gerade passiert, ist erst der Anfang. Wir stehen vor einem Superwahljahr und die werden so krasse Dinge noch berichten. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und es liegt wirklich nur an uns, ob wir das hinterfragen oder ob wir alles glauben. Und eins könnt ihr definitiv sicher sein. Wenn wir alles glauben, dann wird die Welt nicht besser, dann wird die Welt schlechter, weil wir haben gemerkt, dass diejenigen, die uns immer erzählen, wie wichtig doch die Demokratie ist und wie man sie schützen müsste und wie toll doch dieses Land ist, dass es in Wahrheit eben nicht so ist. Eher das Gegenteil ist der Fall. Deswegen denkt drüber nach und lasst euch nicht verarschen von ihnen. Hinterfragt,
Das macht ihr doch sonst auch. Macht es auch bitte bei dem AfD-Bashing. Denkt mal drüber nach und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ansonsten kommt hier vorbei für alternative News. Ich bin raus. Haut rein.